Hey Leute, willkommen zurück zu Amnesia, A Machine for Pigs. Wir müssen uns wieder dekontaminieren. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Erstmal kurz Strom an, so war das. So, jetzt drehen wir mal die Tür zu. So. Bist du zu? Sehr gut. Ah, oh, schön, macht mich sauber, macht mich sauber. Diese Schweinekacke, durch die wir eben gewartet sind, das war nicht gerade appetitlich, muss ich sagen. Das war ziemlich eklig. Ach so war das. Genau, so langsam habe ich es drauf mit dem Umschalten. Ach, guck mal, komplett abgetrennt wieder dieser Abteil, der... Ach nee, komm. Hier ist überhaupt keine Kacke mehr. Ja, das war... Ah! Alter Schwede, guck mal, wie schief das Ding ist. Wie das aussieht. Sieht aus wie so, wirklich wie der Glöckner. Da ist ja noch eins. Könnt ihr etwa kommunizieren? Okay. Auf eine gewisse Weise kommunizieren sie mit Gewalt. Da haut er dem einfach eins. Guck's dir an. Also irgendwie habe ich jetzt so ein bisschen Mitleid mit den Viechern, wenn sie mich nicht gerade verfolgen, aber... Ich glaube, die haben es auch nicht wirklich schön. Oh Gott. Oh Gott, was machen die da? Das ist ja... Ein Horst voller Monstrositäten. Oh Gott, ein ganzer Schwarm dieser verdorbenen Kreaturen. Nicht mein Denken, sondern meine Instinkte haben mich bis hierher gebracht. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo in diesem feuchtkalten Komplex einen Weg gibt, der noch weiter nach unten führt. Ich werde ihnen nicht in die Gesichter schauen, während sie ihrem finsteren Handwerk nachgehen. Und dennoch sehe ich ihnen beim Schlafen und Essen und Spielen zu. Und sie sind so menschlich, so kindlich. Und ich werde nicht an das Geschehene denken. An die Stühle und Käfige. Und ich werde nicht daran denken, wie solche Monster geschaffen werden. Ja, du warst es wahrscheinlich selbst, der die Dinger geschaffen hat, Oswald. Was essen die da? Oh Mann, das ist total eklig. Was die da machen. Schweinerei ist das. Eine richtige Schweinerei. Und dann noch die Musik dazu, ne? Was? Die Tür ist ja cool. Bitte sind das hier ihre Zimmer und ich bewege mich gerade durch ihre Wohnbereiche. Das wäre extrem unangenehm. Flackert schon wieder. Komm bitte nicht, ihr Schweinis. Lasst mich gerade in Ruhe. Hallo? Schweini? Guck mal, das ist ganz scheu. Hallo? Was macht das da drin? Das frisst irgendwas. Die anderen kann ich gar nicht aufziehen, leider. Ich sage, irgendwie habe ich ein bisschen Mitleid mit den Viechern. Ich habe nicht wirklich die riesengroße Angst aktuell, weil sie mich ja nicht verfolgen, aber... Ich weiß auch nicht, ob das so angebracht ist. Vielleicht verteidigen die sich nur... Und es gibt nur eins, zwei, die böse sind. Der Rest sollte einem eher leid tun. Oh Mann. Oh! Da rutscht es auf die... Ah. Alter Schwede. Das Vieh ist hier eingesperrt. Armes Schwein. Ja, das meine ich wirklich. Die tun mir ein bisschen leid. Fast schon. Wichtig, arbeitet zusammen, schlaft alleine, Verbrüderung wird nicht toleriert. Bitte was? Es ist ja so, als ob man sagt, du musst deine Arbeitskollegen hassen. Schweini. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Haben die ja so eine Art Gesellschaftsstruktur sogar schon, das sind die Arbeiter. Und der Rest ist so die Oberschicht, die sich da gerade den Bauch vollschlägt. Allein die Vorstellung. Und wenn die wirklich so kindlich sind, dann ist das auch fast schon ein bisschen wie Herr der Fliegen. Weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, aber ist ziemlich gut. Musst ihr mal lesen oder den Film dazu gucken, der ist auch okay. Aber das Buch ist generell bei solchen Sachen immer angeratener, finde ich. Was zur Hölle? Was ist das denn? Wahrscheinlich das Emblem von Oswald. OM. Ja, da seht ihr, ist ein M. Ich fühle mich gerade
ganz unwohl hierbei. Oh. Nicht, dass hier irgendwas durchgeleitet wird. Aber es sieht sehr sauber aus. Es ist sogar wirklich sauber. Das könnte man vom Boden essen. Okay, ich will da nicht irgendwo runterspringen, ehrlich gesagt. Mendes Processing, wie war's? Mendes Processing Facility. Irgendwas, keine Ahnung. Ich will da nicht runterspringen. Kann ich da vielleicht drüber hoppen? Wenn nicht, ist es auch egal. Oh, nein, oh, kann man nicht. Oh. Diese verdammten Maschinen, sag mal. Wenn jemand wüsste, was hier unten abgeht, würde er es dulden? Ich glaube eher nicht, oder? Das würde keiner dulden. Dass sie diese armen Schweine hier geschaffen haben, für was auch immer. Um die Menschheit zu ersetzen, also das finde ich schon sehr, sehr, sehr makaber. Die Viecher, die sind so unbeholfen. Und wenn sie mal Menschen waren, vielleicht... Das macht das Ganze ja noch schlimmer. Immer tiefer, immer tiefer. Warum muss es immer nach unten gehen? Warum kann es nicht mal nach oben gehen? Aber ich denke mal, das ist auch der Sinn der Sache. Der Absicht. Das ist der Absicht. Nein. Das wollen wir nicht. Ach, da wäre die andere Leiter. Okay. Na gut, dann habe ich ja nicht viele Möglichkeiten, nicht wahr? Oh, es wird immer schlimmer. Wie tief halt... Sag mal, ich bin da jetzt schon irgendwie... 100 Meter unter der Erde gewesen. Und es geht noch tiefer. Ach, sieh mal an, jetzt sind wir hier gelandet. Hä? Da war ich doch schon. Schweinemist. Aber wir haben noch einiges vor uns, denke ich. Wir haben noch einiges vor uns. Von Ebbe zu Rückgrat. Leichentuch unbehangen. Ein Stumpf ohne Blut. Lilly ist voll mit Maden. Lilly ist tot. Sie träumt vom Dschungel. Strömt durch ihren Kopf. Entfacht ihren Kopf. Ich verstehe kein Wort. Ich weiß nicht, was mir das Gedicht eben sagen sollte. Wenn es eines war, hat es ein Versmaß? Ich kann mich jetzt nicht mehr auf sowas konzentrieren. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Manuel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Oh Mann. Ist ein bisschen größtenwahnsinnig geworden in Mexiko. Bilgepumpe, Wartungszugang. Okay. Ein super Setting übrigens gerade, finde ich. Ich mag Wasserrauschen. Ist schön. Oh. Ja, ich bin da, warte, Kind. Oh, natürlich bist du nicht da, du bist ja nur eine Erscheinung, ne? Das habe ich schon lange gewusst. I said you'd come. Ja, meinst du, Junge? Die Pumpenräume. Dies müssen die Bilgepumpen sein, das Kernstück des Bemühungen des Saboteurs. Zum Schutz seiner Überschwemmungen musste er die enormen Pumpen deaktiviert haben. Offensichtlich war er aber in Eile, denn bislang hat er meistens schlampig gearbeitet und sich darauf beschränkt, alles, was er finden könnte, auszuschalten. Wenn ich die Steuerung finde, kann ich dem mit Leichtigkeit Abhilfe schaffen. Ja, also ich meine, abschalten ist ja jetzt nicht gerade Sabotage, oder? Das könnte auch eine Sicherheitsmaßnahme sein. Oh. Ich will nur sicher gehen, nicht, dass mir was hinterher rennt und ich weiß auch nicht, wo es nach vorne lang geht, deswegen fahre ich da immer kurz, aber wenn das Licht flackert, dann ist mir eigentlich schon klar. The trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple, downward ever, towards a wind that held the voices of my children.
beckoning me to set them free. Die Musik. Oh. Was war das? Habt ihr es gesehen? Ich konnte nicht genau ausmachen, was das ist. War das das Kind? Oder war das ein Schwein? Aber ich fand die Musik eben schön. Diesen Anflug. Diesen Gesang. Schön. Hat mir jetzt so ein kleines Hochgefühl gegeben. Aber bald werde ich wieder Angst haben. Oh. Macht mir doch keine Angst. Ihr könnt hier eh nicht raus, ihr blöden Schweine. Ah, oh, habt ihr das eben gesehen? Da war doch was. Leute, ich hab hier was gesehen. Eben durch diese Leiter durch. Ich hab's zum Glück nicht genau gesehen, deswegen war der Schreck nicht so wild. Aber er war da. Was auch immer es war. Ja, hier was drin, wahrscheinlich wieder nicht. Was ist das hier, eine Birne? Na gut. Geht's da nochmal? Ich habe immer Angst, was zu verpassen, aber es gibt ja nicht wirklich viel, was man verpassen könnte. Außer vielleicht einen Text. Und von denen hat sie reichlich, das habt ihr schon gemerkt. Ach, hier war das... Hier war die Erscheinung, oder? Wo ist das Ding hin? Da ist auch noch ein Ventilrad. Was auch immer ich jetzt angestellt habe. Oh. Oh. Habe ich das Wasser aufgedreht? Nee, das ist Dampf. Ich habe die Maschine... Das schon sehen, ne? Schweine 4. Okay, kommt nicht. Wow, ist das laut, Leute. Ist das verdammt laut. Ach, sieh mal. Ich habe die Tür geöffnet, so. Jetzt verstehe ich das auch, das war eine Tür. Nur eine Tür, Ventile und Rohre. Noch eine Pumpe und wieder muss ich sie anwerfen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in einem großen Spiel gefangen bin und für die versprochene Belohnung meine geliebten Kinder endlose Herkules-Taten verrichten muss. Ja, die 10 Prüfungen des Herkules, wer kennt sie nicht? Ich kann sie im Einzelnen nicht aufzählen, aber naja. Unter anderem musste die Amazonen schlagen, die goldenen Äpfel der Hesperiden rauben und was weiß ich nicht noch alles. Er musste, glaube ich, ein Rennen gewinnen gegen Hermes. Ach ja. Oh, 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 oh. Oh Gott. Nein. 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 Nein, nein, nein. Nein. Bin ich hier richtig? Da ist eine Leiter. Nein, nein, nein. Schwein. Alter, die Schweine. Guckst du dir an, wie schnell die auch noch sind. Geh weg. Shit, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Wo bin ich gelandet? Oh, haut doch ab, ihr blöden Säue. Ja, da war ich eben, ne? Ja, danke auch. Nee. Hier wollte ich rüber, aber dann bin ich da runtergebrochen. Irgendwie muss es hier weitergehen. Oh Mann. Nee, heißer Dampf. Ich glaube nicht, dass das so gut ist, oder? Muss ich da nochmal runter und den anderen Weg nehmen, oder was? Oder? Ja. Nein, 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 da kann ich nicht durch. Okay, ich merke schon. Da war eine unsichtbare Wand. Ihr habt es nicht gesehen, aber ich konnte nicht weitergehen eben. Oh, nö, muss ich da jetzt... Nein, 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 nein. Ich will da nicht schon wieder. Warte mal, hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Nein, da war ich nicht. Was haben wir denn? Oh, guck mal, lecker. Nam, 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 nam. Kartoffeln, ich hab Hunger. Aber nicht auf irgendwas. Guck mal, da ist eine Leiter, die ist noch nicht ausgefahren. Kann ich die runtertreten vielleicht? Na komm, mach die Leiter ganz runter. Nein! Oh, nicht schon wieder. Du bist doch ein Hornochse. Warum machst du das Ding nicht? Oh, rotes Licht. Ja, und nu? Ja, ihr seid lustig. Komme ich jemals wieder raus jetzt, oder was? Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Wie soll ich denn da an die Leiter kommen, bitte? Oh!
Ja, so vielleicht. Einfach mal ein bisschen rumhoppeln. Oh, ist das dunkel. Und oben steht jetzt Alma und spuckt mir auf den Kopf. Ich kenne das schon aus 4. Ja. Aber sie haben sie nicht hier reingebracht. Das finde ich gut. Oh, Mann. Ach so, hier hätte ich wahrscheinlich runterspringen sollen. In der Hoffnung, dass es weitergeht und mich dann verarscht fühlen, wenn ich unten bin. Ja, ja, habt ihr euch so gedacht. Nur ich war cleverer. Ich habe den anderen Weg genommen, um mich in die Falle zu begeben. So, wie soll es jetzt hier weitergehen, bitte? Wie soll es hier weitergehen? Komm ich doch nur zurück, oder? Hauptpumpensteuerung. Nee, komme ich gar nicht. Hier geht's auch weiter. Ich bin immer so verwirrt von dieser Architektur. Ah, sieh mal, wo ich jetzt schon bin. Ich glaube, lange werden wir nicht mehr haben, bis wir vielleicht in den Kern vordringen. Stopp, für ordnungsgemäßen Pumpenbereich müssen alle Räder korrekt platziert sein. Kann ich das da? Nö. Guck mal, da sind ja noch mehr Zahnräder. Meint der? Aha. Der Ingenieur hier. Ich kann Räder richtig in ihren Fassungen platzieren. Ich bin so gut. Haha. Gut, jetzt muss ich nur noch hier wahrscheinlich den Dampf. Na? Ja, funktioniert. Aber was ist das? Ist das keine Tür hier? Das sieht aus wie eine Tür mit den Lampen an den Seiten. Na gut. Ich gehe dann mal. Aber irgendwas muss hier doch noch sein. Nee, da war nur die Falle, ne? Ja, ja, ja. Was habe ich jetzt damit aufgemacht? Oh, meine Güte, ist das immer laut hier. Ist das immer laut, Leute. Das Auffinden der Kinder. Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung, auch wenn sich mir alles dreht und ich in fiebriger Erwartung erschaudere. Wie diese Maschine nun ihre unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie sie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Okay. Was der hier für Vergleiche zieht, oder? Das ist ein Kolben, ich dachte eben, fällt da wieder was runter? Wo waren die Leiter? Hier. So. So. Hoffentlich sind die Schweine jetzt auch nicht mehr da, die ja rumplanschen die ganze Zeit. Ja, hast du Pech gehabt. Kommst du nicht rüber, ne? Du Sau. Die meinen auch, sie wären's. Aber wenn das Wasser nicht so hoch steht, dann können die mir gar nichts, du. Aber nicht der Chef. Ja. Bin ich. Müsste nur ins Hochspringen mit den Arm abbeißen. Das wäre natürlich das Schärfste, was mir überhaupt passieren kann. Schon wieder dekontaminieren? Ja, mittlerweile weiß ich ja, wie es geht. Ja, komm. Zack. So. Ding. Na komm schon. Dreh's doch. So. Schönes Ding. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das denn? War der Typ auch noch Architekt oder wie? Oder waren das nur seine Ingenieure, die das hier alles platziert haben? Oh, guck mal, die faulen Äpfel. Auch die kennt man ja, ne? Alles kennt man irgendwoher. Was steht da? Hauptsystemzugang. Oh Gott, wenn ich das schon lese. Die tanzenden Kinder. Sie zogen das Kind aus dem Drescher, oder zumindest das, was davon übrig war. Es gibt noch mehr davon, sagte der Vorarbeiter und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Was? Unannehmlichkeiten, wenn sie ein Kind aus einem... Sag mal, ihr seid doch bekloppt. Das sind Kinder, verdammt, ich. Wahrscheinlich sogar Oswalds Kinder. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist er auch deswegen mit wahnsinnig geworden. Durch das, was mit den Kindern geschehen ist. Vielleicht ist es... Ja, ich will nicht daran denken, dass die Kinder tot sind oder es glauben, aber... Vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht auch nicht. 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt.
Sie reinigen das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimme aus diesem unfassbar lebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten Welt werden wir eine neue bauen. Wir werden Blumen in den verfallenen Brustkorb anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnere mich, dass wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten, denn es war exakt dieselbe Schändung, von der mir vorgesungen hatte. Von der er mir vorgesungen... Was? Von der mir vorgesungen... Ja doch, da fehlt ein er. Und dann kamen wir nach London und ich setzte mich auf einen Kaminsims und dann ging ich ins Haus, versammelte die Diener und machte mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter dem klagenden Bäuschen? Der Rhododendron. Was sind Bäuschen? 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 Ich weiß es nicht, Leute. Naja, ich würde sagen, ich beende die Folge. Ich würde mich sehr freuen auf eure Unterstützung in Form von Bewertungen und Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir noch eine Bewertung ab. Und ansonsten sehen wir uns dann auch wieder nächstes Mal, wenn es heißt Amnesia, The Machine for Pigs.